Freunde, ich habe gerade so derben Bock auf dieses Spiel hier, das ist so genial. Ich habe gestern mit meinem anderen Account, ne, also mit meinem Privatspiel-Account, habe ich das vom zweiten Level an, ne, also von der zweiten Runde bis fast zum Schluss habe ich gestern gespielt, den ganzen Abend. Und das war so geil, einfach nur dieses Spiel in Dauerschleife spielen. Hammer. Ich habe auch ein bisschen bis spät nachts gespielt, also viel später, als dass ich sonst ins Bett gehe. Ich habe ja eigentlich einen ganz normalen Wachschlafrhythmus, weil wegen normaler 9-to-5-Job und vor allem wegen Kindern und so, kennt er ja. Und habe ich gestern ganz schön lange gespielt und das war mal wieder ziemlich cool. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt legst du heute gleich nochmal für die Zuschauer einen drauf. Ja, meine lieben Zuschauer, meine lieben Abonnenten. Es sind übrigens sehr viel mehr geworden. Mittlerweile sind es 29. An alle, die ich noch nicht begrüßt habe, hier herzlich willkommen bei mir am Kanal. Herzlich willkommen in der Familie. Uns werdet ihr nicht mehr los. Vielen Dank für euer Abo. An euch alle 29, herzlichen Dank für euer Abo. Das freut mich so ungemein, dass 29 Leute sich dazu entschieden haben, sich regelmäßig darüber zu informieren, wann ich neue Videos rausbringe. Das ist der Oberhammer für mich. Das ist total geil. Vielen, vielen Dank. Und wir haben den Last Stand. Das wird schwierig. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich die Nummer angehe. Ich habe auch noch nicht so richtig eine Idee bzw. Strategie, wie ich damit umgehen soll. Wir brauchen auf jeden Fall die Seerosen. Wir sollten so viel wie möglich Geschütz mit so wenig wie möglich Sonneneinsatz herziehen. Ich bin sehr unsicher, wie wir das machen. Mit den Magneten und den Dingen ist das schon ziemlich cool. Wir versuchen es mal mit denen hier. Ich weiß nicht, ob es uns etwas bringt von der Schusskraft her, ob das die beste Variante ist. Wir probieren es jetzt einfach mal damit, ja? Die Feuerdinger nehmen wir auch mit. Die Nordwandmüsschen oder nehmen wir die kleinen Müsschen mit? Wir haben Stabhochspringer dabei. Andererseits haben wir eh auch Leiterzombies. Wir nehmen mal die großen mit. So. Dann versuche ich mal, so gut ich kann, alles zu schützen und zu blockieren. Dann nehmen wir für den Notfall zwischendurch immer noch mal eine Bombe mit. Oder wollen wir so einen Atompilz mitnehmen? Wir nehmen so einen Atompilz mit. Wir versuchen es mal so, Leute, ne? Kriegen wir schon hin. Oh, ihr hört es, ich bin immer noch ein bisschen nasal, weil ich immer noch an einer dicken Erkältung rummache, die ich nicht richtig loswerde. Das nervt. Das nervt mich ganz derbe. Aber ich werde das Ganze auch nicht so richtig los. Kennt ihr das, wenn ihr krank seid und dann so richtig fies flach liegt? Na, also so richtig derbe fies, so dass ihr gar nichts mehr machen könnt und eigentlich nur noch schlafen könnt. Das ist der Oberhammer an Brutalität. Ach, scheiße, jetzt habe ich mich voll verkalkuliert. Na, wir versuchen es mal so erstmal die erste Runde zu überstehen. Gucken wir mal, was passiert, ne? Also genug Erbsen sind das allemal, ne? Wenn die uns nicht allzu viel kaputt machen, die Jungs, dann könnte das recht easy werden. Ich habe jetzt auch überhaupt nichts an. Oh fuck, ich lehne mich jetzt einfach mal zurück und erzähle ein bisschen, während wir uns das hier angucken. Der Eimer dürfte dem gleich vom Kopf gezogen werden. Naja, auf jeden Fall pumpe ich mich voll mit Vitaminen und so. Ich bin ja auch, ach so, ein bisschen aufpassen muss ich schon. Ich bin ja auch Allergiker, ja. Also ich habe leider eine mittelstarke Allergie gegen Kernobst, Hülsenfrüchte und so ein Rotz. Das heißt, ich kann mich natürlich auch nicht anständig vitaminhaltig ernähren, sodass meine Abwehrkräfte, mein Immunsystem sowieso relativ angeschlagen sind. Ja. Da kannst du hier so chemische Vitaminpräparate kannst du dir reinschmeißen und kannst hoffen, dass dich das in irgendeiner Art und Weise weiterbringt. Aber so richtig, ne? Ich habe
dieses Jahr schon dreimal so heftig fies flachgelegen, dass ich auch Antibiotika gefressen habe. Das ist alles nicht so schön. Aber im Moment versuche ich das Ganze jetzt endlich mal vernünftig auszukurieren. So, das sieht sehr gut aus, was wir hier machen. Jetzt kriegen wir ja auch gleich wieder so ein, zwei Sonnen, die uns nochmal ein bisschen verstärken können. Naja, ist halt so, ne? So, nebenbei habe ich mich die letzten Tage ein bisschen beschäftigt. Heute machen wir so einen wilden Themenmischmasch, ne? Ich konzentriere mich jetzt mal auf nichts straight und konkret. Ich habe mich mit Dingen beschäftigt, die auch fürs Let's Play wichtig sind, sein könnten. Der eine oder andere hat es ja mitbekommen. Ich habe ein Let's Play von Dracula 3 gemacht. Jetzt haben wir hier noch Feuer. Ja, komm. Dracula 3 kommt sehr gut an, habe ich das Gefühl. Gefällt sehr vielen Zuschauern sehr gut. Da freue ich mich natürlich ganz besonders drüber, weil ich persönlich dieses Spiel sehr, sehr toll und interessant und spannend finde. Ich möchte die ganze Dracula-Trilogie jetzt nun auch spielen. Dracula 3 habe ich mit angefangen, weil ich es eh zu Hause hatte und weil es unabhängig von den ersten beiden Teilen ist. Die ersten beiden Teile bauen allerdings aufeinander auf und in Gänze gesehen bauen diese auf die Handlung von Bram Stokers Dracula auf. So, dass ich natürlich sehr, sehr gerne mit dem ersten Teil beginnen möchte. Das sieht sehr gut aus, was wir hier machen, muss ich ganz ehrlich sagen. War so alles in allem bis jetzt ziemlich okay. Und der erste Teil ist aus 1999, glaube ich, und dementsprechend natürlich schon etwas älter und macht ziemlich große Mucken auf Windows 7. Im Detail meine ich damit, dass die Videosequenzen in unglaublich hoher Geschwindigkeit abgespielt werden. Ja? Also das ist nicht guckbar. Das trägt natürlich dazu bei, dass man ein storylastiges Spiel nicht unbedingt spielen kann. Und ich habe mich mit technischen Dingen auseinandergesetzt, mit all dem, was so ein Computer so alles kann, eventuell und eventuell auch nicht, und wie man solche Problematiken beheben könnte. Ich habe es jetzt versucht. Es liegt wohl an der Hardwarebeschleunigung, so wie ich das verstanden habe. Ich habe es jetzt versucht, im Kompatibilitätsmodus zu spielen. Ich habe versucht, es über eine virtuelle Maschine, auf der ich ein altes Betriebssystem installiert habe, zu spielen. Ich habe versucht, auf diesem alten Betriebssystem alle möglichen Einstellungen zu ändern, DirectX, was man so alles tun kann. Ich kriege dieses Spiel nicht sauber zum Laufen. Also, Dracula 1, Dracula Resurrection heißt dieses Spiel. Wenn einer von euch zufällig eine Idee hat, wie ich ein solch altes Spiel sinnvoll auf meinem aktuellen Rechner zum Spielen kriege, zum Laufen kriege, vielleicht sogar bestenfalls unter Windows 7, weil in der virtuellen Maschine macht das schon mehr Aufwand, vor allem auch mit Fraps und Outer City und so weiter, weil ich die auch irgendwie da drauf packen muss, dann bin ich um jeden Tipp, jeden Hinweis dankbar. Der liebe Perky Lynx hat mir den ein oder anderen Tipp auf Facebook schon gegeben, habe ich auch, wie gesagt, alles ausprobiert. Ich habe selbst den Hersteller angeschrieben, die mir aber noch keine Antwort geben konnten in 2 Wochen. Ich habe nicht mal eine Rückmeldung bekommen, dass meine E-Mail gelesen wurde. Das finde ich persönlich auch ein bisschen schade. Wenn jemand von euch noch irgendwelche Tipps und Ratschläge hat, mal abgesehen von den Dingen, die ich eben berichtet habe, dann bin ich wirklich um jeden Tipp und jeden Hinweis dankbar. Ja. Was mir jetzt noch so im Kopf rumschwebt, ist gegebenenfalls ein noch älteres Betriebssystem in der virtuellen Maschine zu installieren. Sagen wir Windows 95, damit müsste es auf jeden Fall noch funktionieren, aber das muss man auch erstmal aufreiben. Ne? Ich glaube, von meinem Uraltrechner zu Hause irgendwo noch eins rumliegen, glaube ich. Und das wäre eventuell noch etwas, was ich gegebenenfalls versuchen könnte. Das hier gefällt mir nicht. Das muss ich jetzt korrigieren. Die dürfen nicht nach vorne kommen. Ich habe keine Full Cleaner und keine Rasen mehr. Ich hoffe, ich kriege genug Sonnen zusammen, dass ich es korrigieren kann. Ja, sehr schön. Zack, zack. Jetzt können wir eigentlich noch... Ne, können wir nichts mehr machen. Ja, dann hoffen wir, dass es für diese Runde auch ausreicht, ne? Im Wasser wird es jetzt knapp. Das sage ich euch. Das könnte echt knapp werden.
Ich hätte diese Pflanze hier vielleicht da positionieren sollen. Das wäre besser gewesen, theoretisch. Naja, sollten wir scheitern, wissen wir, wie es besser geht. Okay, also jeder Tipp, ne? Ich bin ja beruflich zwar auch am Rechner tätig, aber als wirklich reiner Anwender, ja? Ich habe von Software, Hardware, Programmierung und so weiter so ungefähr überhaupt gar keine Ahnung. So ein ganz kleines bisschen Randahnung habe ich von den Dingen, die ich mir hier im Laufe der Let's Plays angeeignet habe. Ja? Man beschäftigt sich ja mit vielen Dingen, wenn man Let's Plays macht. Man will ja nicht einfach irgendwelchen Rotz abliefern, irgendwelchen Runs, irgendwelchen Mist. Man will das ja einigermaßen gut und richtig machen. Da habe ich mich schon mit vielen Dingen auseinandergesetzt und beschäftigt. Aber wie gesagt, bei weitem nicht so intensiv, dass man sagen könnte, ich hätte Ahnung von der Materie. Ja? Also das ist mal ganz klar. Hier fliegen die Köpfe von den Zombies. Das im Wasser gefällt mir überhaupt nicht. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Ich befürchte, so wird das nicht werden. Jetzt kommt die große Welle und die Nuss ist schon fast weggefressen. Scheiße, scheiße, scheiße. Das gefällt mir nicht. Jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass im Wasser nicht allzu viel kommt. Ah, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Die werden uns überrennen. Hier in der Zeile da. Die werden uns überrennen. Scheiße. Ich habe nichts, was sie aufhalten könnte. Ich kann sie nur ein bisschen mit den Seerosenblättern aufhalten. Scheiße, 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 scheiße. Wenn es was wird, wird es saueng, aber ich glaube nicht, dass das noch klappt. Weil vor allem die hier jetzt auch nicht mehr mitschießt gleich, ne? Boah, Leute, ist das knapp. Etsy as the Wood Fairy. Boah, aber jetzt bin ich am Arsch. Noch eine schaffen wir nicht. Scheiße. Das hat leider sehr falsch angefangen. Ich habe wieder falsch positioniert, weil die Reihe hier, die wird jetzt dermaßen überrannt werden. Ich muss die Dreierschussdinger besser platzieren. Und zwar hier in der Mitte müssen mehr hin. Durch das Feuer hier unten und die zwei, die mitschießen und die eine, die schießt, ist das so derbe. Vielleicht kann ich da auch einfach Einzelschuss platzieren. Oh, oh, oh. Ja, sorry, Leute. Eigentlich bräuchte ich es gar nicht versuchen, weil hier unten die Wasserreihe, die wird mir dermaßen abgepackt werden. Wisst ihr was? Machen wir die Runde einfach nochmal, ne? Sah ja prinzipiell von der Strategie her, sah es ja eigentlich ganz gut aus. Also so ganz prinzipiell nur. Vielleicht haben wir auch einfach Glück und es kommen keine fiesen, großen, bösen Dingenskirchens. Zombies da auf der Reihe. Na, das wäre natürlich ganz geil, wenn das Spiel da ein bisschen Rücksicht auf uns nehmen würde. Jetzt bin ich gespannt, wo die alle auftauchen. Da ist ein Eimer-Zombie. Ich hoffe, der Magnet wird gleich kommen. Wir beobachten nur die untere Wasserlinie. Alles andere ist easy. Wenn wir die hinkriegen, dann haben wir es geschafft. Leute, das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das könnten wir so hinkriegen. Oh, die obere sieht dafür. Na komm, das ist auch okay. So, einer noch. Leute, das wird was. Das klappt. Boah, wie geil. Da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Ganz ehrlich. Das ist der Hammer. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und der eine noch. Komm. Ja, Freunde, das habt ihr gut gemacht. Schön. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ah, schön. Zack, Pogo Party. Jetzt haben wir Zombotany 2. Oh, das wird wieder knallhart. Das war die Nummer, wo die Zombies zurückschießen, ne?
Uiuiui, ob wir das hinkriegen? Naja, wir werden es sehen, und zwar in der nächsten Folge von Let's Play Plants vs. Zombies. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Bis dahin. Tschüss.